Bevor wir euch zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Arduino, wollen wir nochmal auf die Präsentation zurück und wir wollen erstmal ein Problem ansprechen. Also es war ja so, dass das Thema zu diesem Jugendhack war, was kommt danach? Und insbesondere während der Corona-Zeit wurden lang bestehende Probleme halt wurden ins Rampenlicht gedrückt. Und eines dieser Probleme ist das Pflegepersonal in Deutschland, denn ein Diagramm der Bertelsmann Stiftung sagt, dass halt pro 1000 Belegungstage in 2012 in Deutschland im Durchschnitt nur 3,6 Pflegekräfte da waren. Und das liegt deutlich, tut mir leid, nur 2,4 Pflegekräfte, das liegt halt deutlich unter dem Durchschnitt von 3,6, was halt immer noch echt wenig ist für 1000 Belegungstage. Das heißt, wir haben sehr wenige Pflegekräfte für eine Gesellschaft, wo immer mehr Leute arm werden. Dementsprechend können sich auch sehr wenige Pflegekräfte um die alten Leute auch kümmern. Hier sehen wir wieder den Durchschnitt und wir sehen, dass Deutschland in dieser Liste ganz unten ist. Es geht natürlich noch weiter, aber das zeigt uns schon einmal, dass Deutschland im Vergleich eher schlecht dasteht. Und deswegen haben wir Signal Pattern erfunden. Also das heißt erfunden, ja, halt gebaut. Es gibt bestimmt sowas schon. Nur das Problem ist, dass Menschen, wenn sie schlafen, also Seniorinnen und Seniorinnen im Altenheim, wenn sie schlafen, dass sie Probleme haben, wenn sie zum Beispiel Angst haben oder einen epileptischen Anfall haben oder generell Notfälle gibt, dass man das sowas halt sehr gut wäre, um Hilfe herzurufen und sehr schnell. Und hier habe ich auch ein paar Bilder eingeblendet, also ich erkläre es jetzt hier mal. Also wir hatten es eigentlich mit einem Elektrodenalarm vor, aber jetzt haben wir halt Knöpfe eingebaut, da wir das als Alternative eigentlich gut ansehen. Also hier ist dieser Knopf und wir haben ein Muster erstmal erstellt, also da muss man zweimal hintereinander drücken und dann wird der Buzzer, also wird ein Signal an den Buzzer geschickt und dann ertönt es. Und jetzt haben wir noch dazu so gemacht, dass man das selber einstellen kann. Also man drückt dann Record und dann gibt man ein, wie viel man das drücken möchte und in welchen Abstand, zwischen 500 Millisekunden oder 2000 Millisekunden, also 0,5 Sekunden oder 2 Sekunden. Und dann muss man deinen Rekord wieder beenden und dann drückt man diese drei oder fünf Knöpfe in diesen Abständen und dann ertönt das. Genau, und unser Ziel ist es jetzt, wo wir halt diese Mustererkennung geschafft haben, dass man das Signal dann nicht mehr durch einen Knopf kriegt, sondern durch ein elektrisches Signal, was mit einer Elektrode aufgenommen wird. Und das würde dann heißen, dass dann der Senior dann oder die Senioren, wenn sie nachts Hilfe braucht, nicht aufstehen muss, um einen Knopf zu drücken oder rufen muss, weil sie halt meistens nicht die Kraft dazu haben, sondern zum Beispiel ihren Arm fünfmal anspannen kann in einem bestimmten Muster und dann kommt schon Hilfe. Vor allem, das hat halt den Vorteil, dass es halt viel einfacher ist für die jetzt zum Beispiel den Arm anzuspannen. Das heißt, wir wollen dann vielleicht den Knopf dann später durch eine Elektrode und einen EMG-Sensor ersetzen. Und statt einem Buzzer würden wir es dann auch später mit einem Wi-Fi-Modul dann connecten, so dass man dann halt auch ein Signal übers Internet schicken kann. Und wir erhoffen uns dann, dass man das auch für andere Sachen benutzen kann. Deswegen ist auch alles Open Source, so dass man es vielleicht auch für Leute, die an Epilepsie leiden, benutzen kann, indem man schaut, wie spannen sich denn die Beinmuskulatur während einem Epilepsieanfall an. Und dann schaut man, ist jetzt ein Epilepsieanfall der Fall? Kann man da einfach sehen, ein Elektronensignal? Wenn ja, dann sende Hilfe. Ja, wie bereits gesagt, haben wir es auf GitHub hochgestellt. Jeder hat Zugriff darauf. Und wir hoffen, dass es erweitert wird, dass es verbessert wird und dass es möglichst in sehr vielen Bereichen genutzt wird. Und ich wollte nochmal Danke sagen. Also ich bin das erste Mal hier mit dabei. Ich habe wirklich davon nichts mit Programmieren zu tun gehabt. Ich kenne mich da auch nicht aus, sondern Vorgang, ich weiß nicht, hattest du mal so Erfahrungen gemacht mit Jugendhackt und so? Nein, das ist mein erstes Mal hier bei Jugendhackt. Und ich hatte auch wirklich nichts mit Programmieren zu tun. Und ich danke euch allen wirklich nochmal, die Organisation, die Moderatorinnen. Und ja, es ist halt einfach super, dass ich mitmachen darf. Und Furkan hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Also ich habe über ihn und über seine Fähigkeiten und über Programmieren etwas gelernt. Und danke fürs Zuhören.